Guten Tag und herzlich willkommen zur ersten von zwei virtuellen Podiumsdiskussionen zum Thema Gesellschaft, Technologie, Forschung und Krisen. Und zwar am Beispiel der Corona-Pandemie. Mein Name ist Thomas Leuchtenmüller. Ich bin stellvertretender Leiter der Stabsstelle Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim Bundesinstitut für Berufsbildung, kurz BIP, genannt in Bonn. Zum Ablauf der heutigen Diskussion. Was erwartet Sie? Nach einer kurzen Vorstellungsrunde des Panels wird Herr Professor Dr. Ertel, der Forschungsdirektor des BIPs und ständige Vertreter des Präsidenten, kurz in die heutige Veranstaltung einleiten. Es folgen dann zwei Diskussionsrunden, die erste zum Thema Corona und der Stellenwert von Forschung und Technik, eingeteilt in zwei Blöcke, und dann eine zweite größere Runde zum Thema Technologiezugang als Bürgerrecht. Daraufhin gibt es eine offene Diskussion, bevor dann Herr Professor Blasius, der sich auch gleich vorstellt, ein Fazit zieht. Ganz am Ende werde ich noch einen Hinweis geben auf eine weitere Diskussion unter dieser Überschrift, die am 9. Dezember stattfindet. Für jene, die uns zuschauen, zuhören, noch der Hinweis: Sie können sich an dieser Veranstaltung beteiligen. Dergestalt, dass Sie auf Ihrem Gerät die Question and Answer Möglichkeit nutzen. Die Kolleginnen und Kollegen im Hintergrund, und diese Veranstaltung bedeutete, dass einige im Hintergrund tätig sind, denen ich an dieser Stelle schon einmal danke. Die Kolleginnen und Kollegen im Hintergrund sammeln diese Fragen. Auf einem zweiten Bildschirm werde ich diese Fragen integrieren. Am Ende der Blöcke, auf jeden Fall aber am Ende der Diskussion insgesamt, bevor wir sozusagen das Feld weiter eröffnen. Zunächst also, wer ist in den Kacheln zu sehen? Ich möchte kurz Sie bitten, sich vorzustellen und kurz zu sagen, von wo Sie sich zuschalten, was Sie gerade wissenschaftlich beschäftigt und was das mit dem zu tun hat, um das es heute gehen soll. Ich darf Herrn Schimank bitten, kurz zu beginnen. Ja, ich bin Uwe Schiemann, Professor für soziologische Theorie an der Universität Bremen. Und meine Hauptarbeitsgebiete ist die soziologische Theorie, insbesondere die Theorie moderner Gesellschaften, aber auch die Entscheidungssoziologie und die Wissenschaftsforschung. Also noch einmal kurz die Frage an Herrn Hirsch-Kreinsen dieses Mal. Von wo schalten Sie sich zu? Was oder wo sind Sie beschäftigt und was forschen Sie gerade derzeit? Ja, schönen Dank für die Möglichkeit, hier teilzunehmen. Ich schalte mich momentan aus Berlin-Friedrichshain ein und habe heute früh zu meinem großen Vergnügen gelesen, dass hier die Inzidenzwerte deutlich abnehmen. Das ist aber ein anderes Thema. Ich bin mehr oder weniger beruflich noch engagiert an der TU in Dortmund. Ich hatte dort bis 2015 einen Lehrstuhl für Wirtschafts- und Industriesoziologie. Bin 2015 in Pension gegangen und bin seitdem ernannt oder berufen als Seniorprofessor. Das ist mein gegenwärtiger Status. Und meine Forschungsaktivitäten, und das war ein Grund für diese sozusagen nach der Pensionierung stattfindende Berufung, meine gegenwärtigen Forschungsaktivitäten konzentrieren sich vor allem auf Fragen der Digitalisierung unter arbeitssoziologischen, techniksoziologischen, aber auch innovationssoziologischen Aspekten. Vielen Dank. Nun die Frage an Herrn Professor Münch. Wo sind Sie? Was beschäftigt Sie? Und wie sehen Sie da die Verbindung auch zu dem, was heute im Zentrum unserer Diskussion steht? Ich bin Soziologe und Seniorprofessor an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen, schalte mich aber im Moment von zu Hause zu. Und mein Forschungsgebiet ist Gesellschaftstheorie und vergleichende Makrosoziologie, so in den letzten Jahren schwerpunktmäßig im Bereich der Hochschul- und Wissenschaftsforschung mit der Spezialität akademischer Kapitalismus. Und das hat auch einen Bezug zu dem Thema Wissenschaft heute. Okay, wunderbar. Wir gehen gleich noch in die Details und das Publikum wird dann auch erfahren, was hinter mancher Begrifflichkeit, die Sie jetzt schon erwähnt haben, genauer steckt.
Last but not least, Herr Professor Dr. Ertl, auch an Sie die Frage, wo sind Sie, was machen Sie, wo ist die Verbindung zum Thema? Ja, guten Tag an alle hier Beteiligten und alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin Forschungsdirektor und Stellvertreter des Präsidenten am Bundesinstitut für Berufsbildung in Bonn. Ich bin auch von Bonn aus zugeschaltet, allerdings nicht am Institut, sondern von zu Hause aus. Wir haben am Institut ein Themencluster, also einen Forschungsbereich zu Digitalisierung, der einen sehr wichtigen Bereich unserer Forschung abdeckt. Da sind natürlich Anknüpfungspunkte zur Diskussion heute. Uns treibt die Frage um, wie wird die Arbeitswelt der Zukunft aussehen und wie muss berufliche Bildung aufgestellt sein, um uns alle auf diese Arbeitswelt der Zukunft vorzubereiten. Und da kommen die Thesen und die Theorien, die wir heute auch besprechen, gerade recht, um uns hier eine Erklärungsfolie zu bieten. Also das sehe ich so als Hauptanknüpfungspunkt von meiner Position. Vielen Dank. Danke zunächst Ihnen allen. Merry Christmas, könnte ich jetzt sagen. Warum? Es ist die Weihnachtszeit und vor allem ist heute ein historischer Tag. Für diejenigen unter Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich mit Gesellschaft, Technik und Mensch beschäftigen, für die ist es klar, heute ist ein Feiertag für die, die sich zum Beispiel mit SMSen beschäftigen. Denn heute, vor 8 Jahren, am 3. Dezember 1992, hat der Ingenieur Neil Pepworth die erste Kurzmitteilung SMS mit eben diesem Text Merry Christmas verschickt, von seinem PC aus an ein Mobiltelefon im britischen Vodafone-Netz. Das klingt, als wenn es schon Jahrhunderte so etwas gegeben hätte, mag man manchmal glauben. Es ist aber noch recht neu und ist ein Beispiel dafür, wie Gesellschaft, Technik und Mensch zusammenhängen. Am Bundesinstitut für Berufsbildung vom BMBF, also vom Bildungsministerium, vom Bundesbildungsministerium gefördert, gibt es seit einiger Zeit ein Projekt, das genau das in den Mittelpunkt stellt, nämlich die Beziehungen zwischen Gesellschaft, Technik und Mensch. Im Laufe dieses Projektes sind Videos entstanden mit Wissenschaftlern weltweit, die immer wieder der Frage nachgegangen sind, inwieweit ist gesellschaftlicher und technischer Wandel in einem Zusammenhang zu sehen. Ich darf nun Herrn Professor Ertl bitten, bei der heutigen Veranstaltung kurz einzuführen in diese Thematik und uns die Frage zu beantworten, was hat es mit diesem Projekt auf sich und wie können wir davon lernen? Ja, das mache ich sehr gerne. Das Projekt, das Herr Leuchtenmüller gerade eingeführt hat, begann vor circa 4 Jahren und um uns ging es und geht es immer noch darum, Einfluss technologischer Entwicklung auf den deutschen Arbeitsmarkt genauer in den Blick zu nehmen. Vor 4 Jahren war die dominierende These, eine Aufgabe, die programmierbar ist, wird über kurz oder lang auch durch eine programmierbare Maschine übernommen werden. Eine These, die heute auch noch wichtig ist, vielleicht weniger dominierend als vor 4 Jahren. Uns ist aber schnell klar geworden in der Projektarbeit, dass die These zu kurz greift, dass wir damit viele Dinge nicht erklären können, die wir beobachten können und vor allem, dass uns die These eigentlich sehr wenig Gestaltungsspielraum lässt. Und Gestaltungsspielraum ist das, was wir für uns ja in Anspruch nehmen wollen. Von daher ist Ziel des Projekts wirklich nach alternativen und offeneren Erklärungen für die Entwicklungen um uns herum zu finden. In diesem Suchprozess ist dann vor knapp einem Jahr ein externer Schock geplatzt, der uns alle mehr oder weniger stark beschäftigt, die Covid-19-Pandemie. Sie hat eindeutig weitreichende Folgen für unser soziales Leben. Unter anderem wird es sichtbar am Arbeitsmarkt mit viel Kurzarbeit, mit Homeoffice und einer deutlichen Hinwendung zu digitalen Geschäftsmodellen. In der Projektarbeit hat uns das so eine etwas veränderte Richtung gegeben, die aber eigentlich noch gut zu der Grundausrichtung passt. Wir wollen wissen, welche Auswirkungen diese Krisensituation auf die Arbeitswelt
auch mittelfristig noch haben wird. Wir sehen die sehr kurzfristigen Auswirkungen ja jetzt schon, aber wie wird das in einer etwas längerer Frist aussehen? Und wir haben dazu wieder zurückgegriffen auf die Expertinnen und Experten, die wir vorher schon befragt haben zur Veränderung der Arbeitswelt durch Technologie. Und 7 von diesen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern haben sich bereits erklärt, Kurzstatements aufzunehmen und mit uns das Thema zu besprechen. Aus den Statements wurde deutlich, dass wiederum eine Verengung in der Diskussion gibt, also der Einfluss von Covid-19 auf Technik und deren Nutzung ist nur eine Perspektive, die man hier einnehmen kann und vielleicht auch einnehmen sollte. Und uns geht es darum, diesen Fokus aufzubrechen und zu erweitern. Dazu haben uns die Statements mit den 7 Expertinnen und Experten schon ein gutes Stück weitergebracht. Und heute sehen wir als eine Gelegenheit, das auszuweiten, die Diskussion auszuweiten. 3 von den Experten jetzt in dem Fall die Gelegenheit zu geben, auch untereinander in die Diskussion zu kommen und stärker in die Breite zu gehen. Und dann geht es uns natürlich auch um Austausch mit Ihnen an der Leitung sozusagen, die diese Veranstaltung verfolgen, in der Q&A dann wirklich in den Austausch zu kommen. Soweit die thematische Kontextualisierung, wenn Sie so möchten, der Veranstaltung heute. Ich möchte meine einführenden Worte abschließen mit ein paar Danksagungen. Zuallererst gebührt mein Dank dem Team der Uni Bonn, allen voran Professor Blasius, den Sie gerade schon gesehen haben und der die Veranstaltung heute auch abbinden wird. Die Kolleginnen und Kollegen der Uni Bonn haben uns maßgeblich geholfen, unser Denken zu schärfen und die Projektarbeit, die wir zusammen durchführen, auch voranzubringen. Also herzlichen Dank dafür. Am BIP selber gibt es ein relativ großes Team, das eingebunden ist in diese Arbeit und diesem Team um Herrn Thiemann und Professor Helmrich möchte ich natürlich auch danken. Schließlich aber und zuallererst auch natürlich unsere Hauptakteure, die Expertinnen und Experten aus ganz verschiedenen sozialwissenschaftlichen Disziplinen, die sich bereit erklärt haben, diese Zusammenhänge, die ich hier nur angedeutet habe, wirklich zu beleuchten und ihnen Sinn zu verleihen. Und in dem Sinne sehe ich auch den Austausch heute. Herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, sich mit uns auszutauschen über die letzten Jahre und eben auch heute. Und damit gebe ich das Wort zurück an Herrn Leuchtenmüller. Ja, vielen Dank, Herr Ertel. Wir kommen nun zu einer ersten Runde, die überschrieben ist mit dem Titel Corona und der Stellenwert von Forschung und Technik. Sie wissen alle, wenn Sie Fernsehen schauen, wenn Sie Radio hören, wenn Sie Zeitung lesen, insbesondere aber wenn Sie auch im Internet unterwegs sind, es gab kaum ein Jahr mit mehr Demonstrationen als in diesem Jahr. Und man merkt, die Skepsis gegenüber Wissenschaft und Technik weitet sich aus. Es gibt immer mehr Informationsquellen und es gibt immer mehr Kritik an diesen Informationsquellen. Wenn ich nur einfach die Zeitung von heute durchschaue, dann sehe ich zum Beispiel in der Frankfurter Allgemeinen einen großen Artikel zum Thema, wie man sich gegen Digitalgiganten wehrt. Ich sehe in der Wochenzeitung Die Zeit einen großen Artikel mit der Überschrift Google, Amazon, Facebook und Apple beherrschen das Internet. Was kann man tun? Es gibt also jede Menge Gesprächsbedarf, weil es jede Menge Aktivitäten gibt. Zugleich leben wir in einer Krise, das Stichwort Corona fiel schon, wo man merkt, am Beispiel einer Maßnahme gegen die Corona-Pandemie, der Umgang mit Impfstoffen und der Entwicklung von Impfstoffen ist unterschiedlich. Viel hat mit Technik zu tun. Wir erinnern nur an das breit diskutierte Thema Corona-App. Ja, nein, machst du's. Es gibt also immer mehr eine Verbindung zwischen Wissenschaft, Technik und Lösungen für die Gesellschaft der Zukunft und zugleich eine große Skepsis. Das Wort Skepsis taucht immer wieder auf und hat seinen Grund. Hat es seinen Grund? Das ist nun eine Frage, die wir etwas weiter
besprechen möchten. Ich darf nun Herrn Schimank zunächst fragen, die Demonstrationen, die wir immer wieder mitbekommen, sind diese oder stellen diese Demonstrationen eine, ja, wie man sagen, eine Opposition dar, die schon vor der Krise existierte? Und gab es die Ungleichheiten, die da zum Ausdruck kommen, vorher schon? Ist da wirklich was Neues dran? Für einen Teil der Demonstrationen gilt das, was Sie vermuten. Das ist zwar ein neues Thema mit Corona, aber es ist die same old story von denselben Leuten erzählt. Nämlich von Leuten, das ist inzwischen ja sozialwissenschaftlich gut untersucht, die unter einer Kombination von ökonomischer und kultureller Verunsicherung seit Jahren leiden. Ökonomisch Globalisierungsverlierer oder solche, die meinen, es werden zu können, spätestens ihre Kinder. Und kulturell Menschen, die ihre angestammte Lebensweise gesellschaftlich abgewertet empfinden. Das ist die alte Gruppe, das ist gar nichts Neues. Was aber dazugekommen ist und vermutlich je länger Corona auf dem hohen Stand verbleibt, den wir haben, auch noch anwachsen wird, sind einfach Leute, die die Zumutungen, die vielfältigen Zumutungen, die Corona uns auferlegt, einfach nicht ertragen können oder wollen. Und diese Gruppe ist sehr viel heterogener, vermutlich auch größer, aber sie ist genau deshalb, weil sie aufgrund ihrer besonderen, ihres Lebensalters oder ihrer Lebenssituation diese Zumutungen sozusagen für unzumutbar empfindet. Das ist eine Gruppe, die natürlich empfänglich ist für Abwiegelungsrhetorik, was Corona anbetrifft, und empfänglich ist umgekehrt für Verschwörungstheorien. Und das heißt, die fühlt sich dann sozusagen mehr und mehr magisch angezogen durch das, was die erste Gruppe militant in der Öffentlichkeit verficht. Das ist das Problem, dass wir diese zwei Gruppen haben. Es gibt also ein Aufeinanderprallen, ein Opponieren verschiedener Teile. Inwiefern kommt in der Opposition ein Auseinanderdriften politischen Handelns bzw. Kommunizierens und realer Lebenszusammenhänge zum Ausdruck, Herr Schimank? Dieses Auseinanderdriften hat es bei der ersten Gruppe schon längst gegeben. Besorgniserregend ist eher die zweite Gruppe, denn das sind Leute, die vor kurzem noch sozusagen in Anführungsstriche normale, demokratisch lebende Bürger gewesen sind. Bürger, die auch an die Wissenschaft geglaubt haben, Bürger, die an technischen Fortschritt geglaubt haben und so weiter und so fort. All das ist in relativ kurzer Zeit sozusagen verloren gegangen. Das ist eine problematische Entwicklung, mit der wahrscheinlich niemand so gerechnet hätte. Ich möchte den Kreis nun erweitern und möchte auch Herrn Hirsch-Kreinsen involvieren. Stichwort Demonstration, Stichwort auch digitale Meinungsbildung. Kommen da Schwachstellen unserer modernen Informations- und Kommunikationsgesellschaft sozusagen zum Ausdruck? Oder gibt es da einfach neue Chancen politischer Kommunikation und Partizipation? Also kurz gesagt, Schwachstellen oder Chancen? Zu den Schwachstellen zunächst erstmal. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man das, was eben beschrieben worden ist anhand dieser Demonstrationen und dieser etwas teilweise skurrilen auch Positionen, die ausgetauscht werden, das hat natürlich nichts mit den neuen Kommunikations- und Informationstechnologien zu tun. Also wir müssen in dieser Perspektive ganz generell, aber da sage ich Ihnen wahrscheinlich überhaupt nichts Neues, aufpassen, dass wir keinem technologischen Determinismus aufsitzen, ne? Dass also sozusagen die neuen Technologien zwangsläufig bestimmte Nutzungsformen, Kommunikationsformen etc. nahelegen oder zwar nach sich ziehen. Das heißt dann, der zweite Aspekt, ob sich Chancen ergeben. Ich denke, das ist eine Frage, wie man diese Technologien nutzt. Man hat sowohl als auch die Situation, das kennen wir alle auch aus der laufenden gesellschaftspolitischen Situation. Ich erinnere mich noch sehr gut, das ist einige Jahre her, der arabische Frühling, der wurde unmittelbar sozusagen mit dem Internet und den Chatrooms in Verbindung gebracht. Jetzt die Demonstrationen in Weißrussland beispielsweise, die ohne
die Kommunikationsmöglichkeiten überhaupt nicht denkbar wären und umgekehrt natürlich sozusagen die Echokammern und die automatischen Bots, die gewissermaßen Fake News produzieren, sind auch nicht ohne die digitalen Technologien, diese Informationstechnologien zu denken und möglich. Also wie gesagt, es geht um die Nutzungsformen und dann ist die Frage natürlich, wie man so etwas ein Stück weit im Sinne eines demokratisch strukturierten und regulierten Gemeinwesens ein Stück weit regulieren und organisieren kann. All das spielt sich ja ab in einer Gesellschaft, in einer Sphäre, in der politische Bildung und Medienbildung von Bedeutung ist. Hat, diese Frage möchte ich Herrn Münch stellen, hat oder haben die Rollen von politischer Bildung und Medienbildung zugenommen in diesem Zusammenhang? Also ich würde sagen, also zuerst einmal, wir haben es mit einer Notsituation zu tun, Notstandssituation. Da kennen wir von Georg Simmel schon mal gewissermaßen Kampf gegen einen äußeren Feind. Virus hält die Gesellschaft zusammen, aber diejenigen, die da nicht mitmachen wollen, werden einem gewissen Konformitätsdruck unterworfen. Und es entsteht dann sehr schnell eine Spaltung zwischen denen, die gewissermaßen die Herausforderung annehmen und jenen, die anscheinend mit dem Feind kooperieren. Und das bedeutet, dass gewissermaßen an sich für Politik natürliche Gegensätze zwischen Regierung und Opposition aufgeladen werden und dementsprechend dann die natürliche Opposition innerhalb einer Demokratie an den Rand gedrängt wird und man dann auch offen wird für extremistische Positionen. Das heißt, wir sehen da einen Mangel an Inklusion gewissermaßen ganz normaler oppositioneller Positionen, die gibt es zu allen politischen Themen. Dann innerhalb gesagt in die politische Debatte, die im Kern der Gesellschaft oder dann auch also im Parlament. Und da sehe ich also eine Gefahr, dass wir diese Notstandssituation verstetigt wird und auf diese Weise elementare Dinge einer funktionierenden Demokratie untergraben werden. Die Überschrift über diesem Teil unserer Diskussion heißt ja Skepsis gegenüber Wissenschaft und Politik. Deswegen auch nochmal an Sie die Frage, Herr Münch, im Zusammenhang mit dem Thema Skepsis. Wie viel Skepsis brauchen wir eigentlich gegenüber politischen Maßnahmen und wissenschaftlichen Erkenntnissen? Bringt uns das voran? Auf jeden Fall. Wissenschaft lebt nur von Skepsis. Ja. Und Politik lebt von Opposition. Das heißt, wissenschaftlichen Fortschritt gibt es ja nur dadurch, dass wir nichts als endgültig wahr anerkennen. Und alle Forschungen, natürlich irgendwelche naturwissenschaftlichen Gesetze, die schon seit Hunderten von Jahren gelten, über die wird ja auch nicht mehr geforscht, sondern geforscht wird über das, was wir noch nicht richtig wissen. Und in diesem Bereich besteht extreme Unsicherheit. Da gibt es also keine endgültige Wahrheit und da kann es nicht zu viel Skepsis geben. Und auf der politischen Seite ist das genauso. Demokratie lebt von Opposition. Also weil jede politische Entscheidung hat nicht bedachte Nebenfolgen und die müssen immer wieder neu aufgearbeitet werden und das ist immer Sache der Opposition. Ich sehe da eher gewissermaßen auf beiden Seiten zu wenig. Zu wenig Skepsis und zu wenig Opposition. Okay, Skepsis ist die eine Seite, man könnte sie negativ nennen, aber sie tragen das ja ins Licht des Positiven, was ich verstehen kann. Eine andere Sache ist sozusagen die Lösung von problematischen Situationen. Und die Lösung der Corona-Situation soll nun, so hören, so lesen wir, ein Impfstoff sein. Es wurde gerade schon in Großbritannien die Möglichkeit geschaffen, also wer das Windhundrennen ist eröffnet, wer ist der Erste bei der Impfstoffentwicklung. Und diese Impfstoffentwicklung, wissen wir,
finden statt im Kontext nationaler Wertemuster und Wissenschaftssysteme. Ich hatte es am Anfang schon gesagt. Deswegen möchte ich Herrn Hirsch-Kreinsen fragen in diesem Zusammenhang, inwiefern beeinflussen denn unterschiedliche gesellschaftliche Wertemuster die Entwicklung, die uns jetzt helfen kann, also die Entwicklung von Medizin und Technik bei zum Beispiel der Impfstoffentwicklung? Ja, also über die Impfstoffentwicklung konkret und deren Verlauf und deren nationalspezifischen unterschiedlichen Verläufen kann ich so gut wie nichts oder gar nichts sagen. Also das ist eine Spezialfrage, die möglicherweise in kommender Zeit von Interesse sein wird in der Innovations- oder in Technikforschung oder Wissenschaftsforschung. Ich denke, wir müssen aber schon bei der Perspektive auf Technik und wissenschaftliche Entwicklung da alte Wissensbestände aus der Technik- und Wissenschaftsforschung aufgreifen, wonach eben national und gesellschaftlich unterschiedliche Muster der Verläufe eine Rolle spielen. Das hat dann was zu tun mit nationalen Kulturen, mit je nationalen Wertevorstellungen. Das hat aber auch was zu tun mit institutionellen Zusammenhängen und politisch-regulativen Zusammenhängen. Das ist die alte Geschichte mit nationalen Innovationssystemen im allerweitesten Sinn. Das hat was für die Wissenschaftsentwicklung, wie gesagt, hat das Konsequenzen, aber auch für die Technologieentwicklung. Zugleich aber denke ich, ist diese jetzige Entwicklung, die Impfstoffentwicklung, wie viele sozusagen pharmazeutische Entwicklungen und auch andere technologische Entwicklungen, in hohem Maße von internationalen Kooperationsbeziehungen, von transnationalen Beziehungen geprägt, sodass sich da sozusagen unterschiedliche Ebenen miteinander verknüpfen, sodass man da von eindeutigen Mustern momentan jedenfalls kaum reden kann, sondern immer nur punktuell vermutlich da eine Analyse ansetzen kann. Also ganz konkret, wir haben das in den letzten, im Zusammenhang mit einer kleinen Diskussionsrunde in den letzten Wochen diskutiert, inwieweit das deutsche Innovationssystem jetzt unter dem Einfluss der Corona-Pandemie sich möglicherweise ändert. Und das sind tatsächlich solche Stichworte, die ich eben schon angedeutet habe, wie zunehmender internationaler Bezug einerseits eine Rolle, zunehmende große internationale Akteure, insbesondere eben die Kollaboration zwischen unterschiedlichen pharmazeutischen Unternehmen, ein ganz wichtiger Faktor. Auf der anderen Seite aber ist ein Stichwort Renationalisierung der Wissenschafts- und Technologieentwicklung, welche möglicherweise Konsequenzen hat, die wir bis jetzt noch gar nicht absehen können. Das sind Tendenzen, die sind nicht neu, aber ich denke, Corona verstärkt entsprechende Entwicklungstendenzen. Und da ist die Frage, wie sich in Zukunft dann der Zusammenhang zwischen Wertemustern und Wissenschafts- und Technologieentwicklung darstellen wird. Also das ist für mich momentan eine relativ offene Frage, nicht nur für mich, sondern für eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen. Eine der meistdiskutierten Fragen in diesem Zusammenhang ist ja, wie kann man einerseits dafür sorgen, dass die Impfstoffe entwickelt werden, wirken und dass sie nicht schaden, und andererseits aber das möglichst schnell machen? Das heißt, die Frage ist, wird da etwas ausgesetzt, was sonst existiert? Ich möchte Herrn Münch fragen, wie ist diese zeitweise Aussetzung von sonst üblichen medizinischen, technischen Verfahren oder Regulierungsweisen, wie ist das zu bewerten? Wie sehen Sie das? Also wenn wir einem der bekanntesten Epidemiologen, also John Ioannidis von der Stanford University folgen, dann ist der größte Teil aller biomedizinischen Forschung und klinischen Forschung nicht replizierbar. Das heißt, Forschungsergebnisse werden nach kurzer oder längerer Zeit konfrontiert mit Ergebnissen, die etwas ganz anderes sagen. Deswegen sieht er auch ein großes Problem in dem Publikationssystem, das wir haben, das konzentriert ist auf ein Oligopol der Fachzeitschriften mit dem höchsten Impact. Und das hat zur Folge, dass gewissermaßen nur, also in erster Linie die Aufmerksamkeit gerichtet ist auf reine Publikationsergebnisse, wo also eben halt alles sauber aussieht. Aber de facto wird da ein falsches Bild von der Forschung abgegeben, die viel vielfältiger ist und auch unsicher. Und wenn wir von der üblichen dem üblichen Verfahren von etwa durchschnittlich 5 Jahren auf 1 Jahr zurückgehen, dann
ist das nicht unproblematisch unter diesem Gesichtspunkt. Nun sind wir Sozialwissenschaftler. Wir können diese epidemiologische und virologische Seite nicht beurteilen. Aber wir können sagen, okay, wenn bisher ein Regulationsverfahren von 5 Jahre gedauert hat und jetzt nur 1 Jahr, dann ist es eben diesem enormen politischen Druck geschuldet, den wir haben. Und da kann man sagen, das Problem wird politisch gelöst. Ja? Die Regierungen, die dann können sich dann ein bisschen zurücklehnen, dass sie einen Erfolg erzielt haben. Wie die virologische Seite aussieht, ob es Nebenfolgen gibt, wie bei der Schweinegrippeimpfung beispielsweise, wovon Schweden besonders betroffen war, das können wir erst in ein paar Jahren sagen. Die Lage ist also schwierig. Es gibt eine Vermengung, eine Verästelung, auf jeden Fall diverse Problemlagen, sozial, wirtschaftlich, medizinisch. Herr Schimmank, wie sehen Sie das Verhältnis zwischen diesen verschiedenen Problemlagen, sozial, wirtschaftlich, medizinisch, mit Blick auf die Corona-Pandemie? Wir haben ja normalerweise eine gesellschaftliche Situation in der westlichen Moderne, in der es der Wirtschaft als gesellschaftlichen Teilbereich üblicherweise gelingt, sehr nachdrücklich die eigenen Erfordernisse dem Rest der Gesellschaft, ich nenne es mal vornehm, nahezubringen. Das geht ganz einfach darüber, dass jeder Bürger oder die allermeisten Bürger wissen, dass von einer florierenden Wirtschaft Arbeitsplätze abhängen, auch der eigene, und dass der Staat weiß, dass seine Steuereinnahmen von einer florierenden Wirtschaft abhängen. Vor dem Hintergrund ist es erstaunlich und, wenn man so will, ein Extremexperiment, ein extrem natürliches Experiment, dass die Pandemie für eine Zeit lang sozusagen diesen gesellschaftlichen Primat der Wirtschaft außer Kraft setzen konnte. Und insbesondere im ersten Lockdown eine Zeit lang ein absoluter Vorrang medizinischer, also pandemiebekämpfender Aspekte da war. Es war nur jedem Beteiligten klar, dass das nicht ewig durchhaltbar ist, dass es sogar nur sehr kurz durchhaltbar ist, weil auf ansonsten die Wirtschaft so nachhaltig geschädigt wird, dass die Grundlagen für Politik, für individuelle Lebensführung dann sozusagen zusammenbrechen würden. Und das heißt, wir haben jetzt eine Situation, und das wird auch noch eine ganze Zeit lang so bleiben, in der ein Stück weit die Politik, der Staat, sozusagen mit Kompensationsmaßnahmen, mit ungeheuren Finanzspritzen dafür sorgt, dass bestimmte Wirtschaftszweige nicht kollabieren, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben und dass auch Lohnausfälle zumindest partiell kompensiert werden. Die Frage ist nur, wie lange ist das durchhaltbar und wer zahlt wann die Zeche? Das ist die Problematik. Das heißt, die Wirtschaft ist längst zurück in ihrer gesellschaftlich dominierenden Rolle. Aber das macht das Ganze nur komplizierter, weil die Pandemie nicht weg ist. Vielen Dank. Thema 1 war und ist also Corona und der Stellenwert von Forschung und Technik. Zunächst sprachen wir über die Skepsis, dann über die Impfstoffentwicklung und den Zusammenhang verschiedener Problemlagen. Ich darf Sie noch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, daran erinnern, Sie können teilnehmen an dieser Diskussion, Sie können uns Fragen schicken, Sie können uns genau fragen, was Sie möglicherweise interessiert. Ich werde das gleich integrieren und möchte jetzt noch die Herren bitten, zum Thema Corona und der Stellenwert von Forschung und Technik, gibt es dann noch etwas, was Sie hinzufügen? Und dann werde ich gerne eine Publikumsfrage zum Zug lassen. Bitte, Herr Hirsch-Kreinsen. Ja, zu der eben erwähnten, ja überraschenden plötzlichen Dominanz oder dem Primat von Politik in der ersten Corona-Phase vor allen Dingen, ist hinzuzufügen, dass das natürlich auch, das hatten wir vorhin, für Wissenschafts- und Technik, Technologieentwicklung, medizinische Entwicklung massiv gilt. Also die Diskussion ist, das ist vermutlich eine längerfristige Entwicklungstendenz, mit der wir konfrontiert sind, dass der Staat zunehmend
Man spricht da von missionsorientierten Strategien von Innovationen und Technologieentwicklung der Staat zunehmend auf sozusagen ursprünglich wegen der privatwirtschaftlich vorangetriebene oder wissenschaftlich vorangetriebene Wissensproduktionsprozesse und Erkenntnisprozesse Einfluss nehmen wird. Also ich denke, das ist ein Befund, mit dem müssen wir uns in Zukunft noch herumschlagen. Und das spielt insbesondere für die deutsche Situation eine ganz zentrale Rolle, wo sich doch der Staat in der Vergangenheit bei wissenschaftlicher und technologischer Entwicklung eher auf das Setzen von Rahmenbedingungen beschränkt hat. Aber wir jetzt eine Situation haben, dass da stärker eingegriffen wird. Es gibt da ganz prominente Publikationen, die appellieren eben daran, dass der Staat sich zu einem unternehmerischen Entrepreneurial State in diesem Kontext entwickeln müsse. Vielen Dank. Also jetzt, wie angekündigt, auch ein interaktives Element. Mit Bezug auf Herrn Münch wird festgestellt, Herr Münch sage, es sei problematisch, dass die Impfstoffentwicklung so schnell gegangen sei. Und die Frage, die sich daran anschließt, wie ich hier lese, ist, inwieweit gilt das insbesondere für die sich äußernde Skepsis gegenüber Wissenschaft und Politik? Oder anders gesagt, riskiert man hier nicht, die Reputation von Politik und Forschung zu beeinträchtigen, um schnell oder zu schnell zu medizinischen Lösungen zu kommen? Herr Münch. Ich habe ja gesagt, welche Nebenfolgen auftreten, das wissen wir erst in ein paar Jahren. Und der Zeithorizont von Politik ist von Wahl zu Wahl. Das heißt, also jetzt 2021 im September werden wir das noch nicht wissen, wenn wir das mal auf Deutschland beziehen. Das heißt, für die Politik ist es momentan richtig, unter politischen Gesichtspunkten so schnell wie möglich einen Impfstoff zur Verfügung zu haben und so schnell wie möglich so viele Menschen wie möglich also zu impfen. Dann ist die Pandemie zunächst einmal politisch besser in Griff. Wie weit, und das kann auch kurzfristig die Zustimmung zur Technologie unterstützen. Wobei wir ja sowieso berücksichtigen muss, also eine große Skepsis gegenüber Medikamenten gibt es in der Bevölkerung eigentlich nicht. Das sind also Leute, die also so auf Homöopathie schwören, das ist eine ganz kleine Minderheit. Da gibt es ja eher das Problem, dass die Leute, und das ist ja bekannt, viele Ärzte sagen das, dass zu schnell zu Medikamenten gegriffen wird, zu viel gegriffen wird. Das heißt, die meisten Probleme durch Medikamenteneinnahme entstehen durch zu viel und zu langen Gebrauch der Medikamente. Also das heißt, dass da auf der Seite eine Skepsis gegenüber der Wissenschaft, allgemeinen Technologie entsteht, glaube ich, weniger. Ja, vielen Dank. Und nochmal Hinweis, Sie können sich beteiligen. Das war das erste Thema. Und nach dem zweiten Thema werden wir auch noch weiterhin Fragen annehmen. Neben Corona und dem Stellenwert von Forschung und Technik soll es nun gehen um das Thema Technologie als Bürgerrecht. Wir wissen alle, es gibt Ungleichheiten in der Gesellschaft. Und in diesem Zusammenhang stellt sich immer wieder die Frage, sind diese Ungleichheiten über Technologiezugänge zu verringern? Herkunft, Bildung, Wirtschaft, all das beeinflusst in diesem Zusammenhang. Die Bildungswege haben sich geöffnet. Die Frage ist also, ist durch Technologie, ist durch das Internet, ist durch das, was wir jetzt in dieser Sekunde machen, die Beteiligung des Publikums an einem öffentlichen Diskussionsprozess, ist damit mehr Teilhabe und Demokratisierung zu erreichen? Wir wollen also schauen, Stichworte waren Technologie und Teilhabe, ob es da Widersprüche gibt zwischen dem Zugang zu Technik und dem Wissen über Technik. Ich möchte zunächst Herrn Schimank fragen, wenn man die Schlagworte, die Stichworte hört, Bürgerrecht, gesellschaftliche Teilhabe, kann man ein solches Bürgerrecht wirklich einführen? Kann man mit einem solchen Bürgerrecht soziale Ungleichheiten wirklich ausgleichen? Also, man muss erstmal sehen, dass die Teilhabe an inzwischen allen gesellschaftlichen Sphären, an den dort produzierten und bereitgestellten Leistungen und Möglichkeiten, dass diese Teilhabe
in den letzten Jahrzehnten immer stärker technikvermittelt stattfindet. Und dass es teilweise gar keine Alternativen mehr zu diesen technikvermittelten Zugängen dazu gibt. In dem Maße, wie das so ist, heißt fehlender Zugang zu den betreffenden Technologien oder fehlende Kompetenz im Umgang mit diesen Technologien, dass Teilnahme erschwert wird oder dass sogar völlige Exklusion aus bestimmten Leistungsbereichen stattfindet. Wenn man das nicht will, und wir leben ja in einer Gesellschaft, die sich auch als wohlfahrtsstaatlich institutionalisiert versteht, dann muss eigentlich eine konsequente nächste Entwicklungskomponente von Wohlfahrtsstaatlichkeit sein, dass die betreffenden Technologien, das sind insbesondere digitale Technologien und mit dem Internet zusammenhängende Technologien und der Umgang damit allen Bürgern vermittelt werden. Denn ansonsten gibt es einen Ausschluss aufgrund von fehlendem Technologiezugang. Und wichtig ist natürlich als Schlüssel geradezu dazu, dass das früh beginnt, also schon in der Schule beginnt, weil dort sozusagen die Weichen gestellt werden für so etwas wie Fähigkeiten, Grundfähigkeiten des Umgangs mit solchen Technologien. Und es ist klar, das Bildungssystem ist der eine Ort. Und wenn es dort nicht gelingt, diesen Zugang zu verschaffen, dann heißt das auch, dass sozusagen die Arbeitsmarktchancen der betreffenden Personen, die an entsprechende Kompetenzen zunehmend gebunden sind, auch verloren gehen und darüber dann wiederum Teilhabechancen verloren gehen. Das heißt, man bewegt sich dann schnell in einen Teufelskreis. Wissen ist Macht, hat jemand mal gesagt, und viele haben es schon erfahren, und man braucht Wissen, um mit Technik umzugehen. Deswegen möchte ich Herrn Münch in diesem Zusammenhang auch fragen, wie kann man also sicherstellen, dass das neue Wissen, das digitale Wissen, wirklich egalitär vermittelt wird und auch Technik allgemein überhaupt auf Akzeptanz stößt? Also zunächst einmal möchte ich sagen, dass das Lernen und des Umgangs mit digitalen Techniken natürlich heute eine Selbstverständlichkeit ist. Und es ist eine Generationenfrage. Ich habe keine Zweifel, dass die jungen Leute auch über die Schule, über die vermehrte Verwendung von digitalen Techniken in der Schule, selbst Informatikanteile gibt es ja inzwischen schon auch an den Schulen, dass sie da herangeführt werden. Und trotzdem, das ist jetzt mein Aber, wird das die Ungleichheit nicht beseitigen, sondern es wird sich wiederholen, was wir schon mit der wachsenden Bildungs- oder Inklusion gesehen haben. Wir haben natürlich heute einen viel höheren Prozentsatz von jungen Leuten, die eine höhere Schule besuchen, bis hin also eben zu den Hochschulen. Bei uns circa 40%, in anderen Ländern sind es sogar 80%. Trotzdem ist in demselben Zeitraum die Ungleichheit der Haushaltseinkommen in den hochentwickelten Ländern. Ich spreche jetzt nicht von den Schwellenländern, die enorm aufgeholt haben. Ich nenne nur China. Aber in den hochentwickelten Ländern ist die Ungleichheit gestiegen. Und die wird auch noch weiter steigen. Und so wird das dann auch mit der Digitalisierung sein. Natürlich einen Laptop zu bedienen oder ein Smartphone zu bedienen, das ist kein Problem mehr für junge Leute heute. Da wachsen die damit auf. Aber jetzt daraus eben eine anspruchsvolle Sache zu machen, die dann auch einen berufsfähig macht, das erfordert viel größere Anstrengungen. Da sehen wir ja, dass beispielsweise wir zwar einen immer größeren Anteil von jungen Leuten mit einem Abitur haben, aber die wenigsten wählen ein mathematisch-naturwissenschaftliches Fach, die Informatik, also die sogenannten MINT-Fächer, die werden ja wenig gesucht. Möglicherweise versagt da die Schule, dass die
jungen Leute nicht herangeführt werden, möglicherweise eher abgeschreckt werden. Das ist so meine Erfahrung mit Kindern, mit den eigenen Kindern, dass da manches, was da an Unterricht stattfindet, eher von Mathematik abschreckt, als dass es vermittelt wird. Und da besteht enormer Bedarf. Trotzdem, ich sage, so eine allgemeine Teilhabe wird es geben, aber trotzdem wird es dann eine zunehmende Ungleichheit geben, derer, die aktiv damit umgehen können, versus derer, die es nur passiv konsumieren, um Spiele zu machen. Ein Beispiel für den Zusammenhang von Menschen und Technik und Innovationsnotwendigkeit. Technik bedeutet Menschen, die Abläufe steuern, müssen vorhanden sein. Man muss sie in einen Kontext stellen. Und wenn Technik zunehmend menschliches Handeln und menschliche Arbeit adaptiert, wie kann man, Herr Hirsch-Kreinsen, das ist eine Frage an Sie, wie können Menschen den Fortschritt weiterhin lenken und an ihm über die reine Nutzung hinaus partizipieren? Ja, sofort komme ich auf Ihre Frage. Ich möchte noch eine Ergänzung machen zu dem, was Herr Münch eben gesagt hat. Die Zweifel, dass sozusagen eine Generalisierung von Informations- und Digitalkompetenzen etc. Platz greifen wird, die teile ich massiv. Ich möchte hier ein Zitat eines, Experten, eines Praktikers aus der Weiterbildungsbranche, das ich dieser Tage gehört habe, kurz zitieren. Der hat festgestellt aus seiner Sicht, dass ein zunehmend sich vertiefender Riss durch die Gesellschaft und speziell durch seine Klienten ginge. Denn er hat völlig unterschiedliche Beschäftigungsgruppen, die unterschiedliche Chancen und Möglichkeiten haben mit digital gestützten sozusagen Weiterbildungsmöglichkeiten und so weiter umzugehen. Also das ist sicherlich ein Punkt, den müssen wir ganz massiv weiter verfolgen. Und die generelle Erzählung oder Perspektive, dass Digitalisierung kompetenzförderlich ist, das ist mit großer Vorsicht zu behandeln. Und das wurde ja jetzt auch auf dem letzten sogenannten Digitalgipfel der Bundesregierung nochmal, also deutlich in einer technikutopischen, würde ich fast sagen, Perspektive verhandelt. Zu der anderen Frage, die Sie gerade gestellt haben, inwieweit Menschen überhaupt noch in der Lage sein werden, Systeme zu kontrollieren, zu steuern, beherrschen, die dann zunehmend menschliche Aufgaben und Funktionen übernehmen. Das ist eine lange Diskussion aus dem Bereich vor allen Dingen der Arbeitsforschung, der Forschung nach dem Verhältnis von Technik und Arbeit. Und hier gibt es einerseits auch die ganz geradlinige Perspektive, ganz am Anfang wurde das, ich glaube, von Herrn Ertl angesprochen, die alte These, dass zunehmend routinisierte und strukturierte Aufgaben automatisiert, informatisiert werden und damit entfallen. Und die Kehrseite dieser These ist ja, dass dann dem Menschen generell zunehmend die interaktiven, die kreativen und anspruchsvollen Tätigkeiten überlassen bleiben. Das ist zu glatt und zu einfach. Die Arbeitsforschung belegt das seit Jahren in sehr instruktiver Weise, dass das ein widersprüchlicher Prozess ist. Einerseits durchaus eine fortschreitende Automatisierung und Informatisierung von bestimmten und vielen Tätigkeitselementen, und das wird fortschreiten, Stichwort hier künstliche Intelligenz. Aber andererseits nimmt die Komplexität, die technologisch bedingte und auch damit zusammenhängende ökonomische Komplexität der Prozesse massiv zu, und damit nimmt die Gefahr und nehmen die Risiken von Störungen, Unterbrechungen, Widersprüchen etc. zu. Das erfordert stets sozusagen kompetentes, erfahrungsbasiertes Eingreifen und Arbeitshandeln von Menschen, die eben mit dem System oder an dem System arbeiten. Also so einfach ist dieses Bild nicht, ganz im Gegenteil. Wir müssen dann durch Technikgestaltung und durch entsprechende Gestaltung des soziotechnischen Zusammenhangs dafür Sorge tragen, dass gewissermaßen Menschen, in welcher Situation konkret auch immer, in die Lage versetzt werden, die Systeme zu verstehen, die Systeme zu kontrollieren. Und es ist so einfach gesagt, wie neulich die Forschungsministerin, die Frau Karliczek: wir brauchen einen Knopf zum Ausstellen. Das ist nicht der Punkt. Das geht nicht nur um den Knopf zum Ausstellen, sondern es geht darum, die Systeme zu verstehen und entsprechend regulieren zu können. Das ist von Arbeitssegment zu Arbeitssegment sehr unterschiedlich. Aber das ist sozusagen die eher kritische Perspektive dazu. Vielen Dank. Gibt es hier im Panel noch andere Meinungen zum Thema Widerspruch zwischen Zugang zu Technik und Wissen?
weil ich möchte ja auch, dass auch andere auf die gleiche Frage die Möglichkeit haben einzugehen, bevor ich dann den Themenblock abbinden möchte, den ich sehe, hier kommt eine lange, spannende Frage aus dem Publikum. Aber erstmal nochmal die Möglichkeit Ihrerseits zu ergänzen. Bitte schön. Herr Münch. Ganz kurz zu dem letzten Thema, das Herr Hirsch-Reinzen besprochen hat. Wir sehen ja auch, dass die Digitalisierung und die Ersetzung menschlicher Arbeitskraft durch digitale Instrumente auch Tätigkeiten erfasst, die wir für professionell halten. Beispielsweise Ärzte. Und speziell habe ich mit Lehrern beispielsweise und Lehrerinnen beschäftigt. Wenn man gewissermaßen der Ideologie der Silicon Valley folgt, dann brauchen wir in Zukunft überhaupt keine Lehrer und Lehrer mehr, sondern die werden zu Coaches. Da braucht man nur noch etwa ein Fünftel der Arbeitskraft bisher. Und ansonsten lernen die Schülerinnen und Schüler am iPad oder Laptop. Ein digitales Programm. Und was da, also das verändert natürlich den Lernprozess an einer Schule grundlegend, wo wir jetzt aus einer soziologischen Perspektive schon die Frage stellen müssen, ob da nicht die Verluste größer sind als die Gewinne. Weil eben Lernen ein sozialer Prozess ist, ein kommunikativer Prozess. Und der wird gewissermaßen durch ein Maschinenlernen ersetzt, das im Übrigen schon also der Behaviorist Burroughs F. Skinner vor etwa 60 Jahren sich vorgestellt hat. Gibt es noch Wortmeldungen in diesem Zusammenhang? Herr Schimank, bitteschön. Ich will noch mal einen Punkt präzisieren, den Herr Münch angesprochen hat. Also Technologiezugang und Vermittlung von Technikkompetenz beseitigt natürlich keine Ungleichheiten. Das ist vollkommen richtig. Aber ich würde sagen, man muss unterscheiden zwischen zwei Niveaus von Ungleichheiten. Ungleichheiten zwischen prinzipiell Inkludierten, und das immerhin würde über Technologiezugang als Bürgerrecht besser sichergestellt. Oder will man haben, wenn das nicht gewährleistet wird, eine Ungleichheit zwischen Inkludierten und Exkludierten? Das ist die härtere Form von Ungleichheit, und darauf könnte es hinauslaufen, wenn dieser Technologiezugang nicht gewährleistet wird. Vielen Dank, Herr Schimank. Ich mache gleich mit Ihnen weiter. Sie sind gerade gefragt. Ich werde Ihnen kurz die Frage vortragen, die uns soeben erreicht hat. Wie Herr Schimank gerade gesagt hat, war es zumindest auf den ersten Blick sehr verwunderlich, so lese ich hier, dass das Primat der Wirtschaft eingeschränkt wurde. Andererseits, wenn man zum Beispiel China, aber auch viele andere asiatische Staaten betrachtet, haben kurze radikale Maßnahmen, so der Zuschauer oder die Zuschauerin, langfristig auch der Wirtschaft mehr genutzt. Dennoch war mein Eindruck, ich zitiere hier, dass vor der Epidemie eher kurzfristig gedacht wurde. Und nun die Frage, könnte sich hieraus eine Chance für mehr langfristige Strategien, also zum Beispiel beim Klimawandel, ergeben? Herr Schimank. Das ist eine schwierige Spekulation. Ich würde zum einen sagen, diese Art von Maßnahmen, wie sie zu einem gewissen Zwischenerfolg in China und auch in Südkorea geführt haben, sind Maßnahmen, wie sie bei uns nicht durchsetzbar gewesen wären, aus vielerlei Gründen. Und deswegen ist es Spekulation, die nicht sehr viel weiterhilft in unserer Lage, was bei uns passiert wäre, wenn man hier so gehandelt hätte. Ich bin mir auch nicht sicher, wie sich sozusagen der Umgang mit Corona auf der einen Seite verhält zu den Chancen eines Klimawandels. Ob da eventuell eine hinter dem Rücken ablaufende List der Vernunft dafür sorgt, dass die Pandemie wenigstens ein Gutes hat, nämlich dass sie den
die Energiewende oder andere notwendige Maßnahmen gegen den Klimawandel irgendwie beschleunigen kann. Ich sehe das ehrlich gesagt nicht sehr optimistisch, weil mir der Mechanismus fehlt, der so etwas hervorbringen könnte. Allein die Tatsache, dass wir für ein paar Wochen oder Monate weniger produzieren und die Mobilität zurückgeht, hat in diesem Falle, anders als bei der Weltwirtschaftskrise 2008, 2009, nicht dafür gesorgt, dass Schadstoffausstoß und Ähnliches massiv reduziert worden wären. Vielen Dank. Ich möchte nun, bevor ich dann noch um ein Fazit bitte, jeden Einzelnen von Ihnen noch mal kurz fragen, mit Blick auf das, was wir besprochen haben, was Sie diskutiert haben, gibt es da etwas, wo Sie jetzt persönlich eine Summe ziehen können und eine Hoffnung Ausdruck geben können? Also was war sozusagen jetzt in dieser knappen Stunde, in der wir über Gesellschaft, Technologie, Forschung und Krisen am Beispiel der Corona-Pandemie gesprochen haben, was nehmen Sie persönlich mit von Ihren Kollegen und was erhoffen Sie sich für die Zukunft? Darf ich Herrn Münch bitten für eine kurze Abschlussrunde? Ich erhoffe mir, dass wir ausreichend Spielraum für Reflexion haben, für Diskussion, für Skepsis und Opposition und dass nicht alles gewissermaßen dem Notstand unterworfen wird. Aber da denke ich also schon, dass diese Möglichkeiten bestehen. Und was nehmen Sie mit sozusagen? Denn Wissenschaft möchte ja Erkenntnis. Alles, was hinter Ihnen steht und hinter mir steht, wurde ja erdacht. Was nehmen Sie mit als Erkenntnis von heute? Aus unserer Runde nehme ich jede Menge Anregungen mit, die mich weiter zum Nachdenken zwingen. Und da kann ich jetzt gar nicht einzelnes aufhören. Also alles fand ich sehr interessant und das zeigt für mich, also, dass wir aus der Perspektive der Sozialwissenschaften einen sinnvollen Beitrag leisten können zu solchen grundlegenden Fragestellungen, wie wir sie heute behandelt haben. Was ist für Sie, Herr Hirsch-Kreinzen, der wesentliche Erkenntnisgewinn dieser 60 Minuten Lebenszeit, die Sie uns allen geschenkt haben? Und was erhoffen Sie sich für die Zukunft? Ja, erhoffen und optimistische Perspektive. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir gesamtgesellschaftlich, also jenseits dieser ganzen Corona, Anti-Corona und so weiter Demonstrationen, so etwas wie eine steigende Sensibilität für sozusagen wissenschaftliche, insbesondere dann die virologischen, jetzt ganz konkret Ergebnisse haben und die Öffentlichkeit da etwas reflektierter, das wurde eben schon gesagt, etwas sensibler, bereit ist, auf solche Entwicklungstendenzen Rücksicht zu nehmen. Und das hätte dann möglicherweise auch eine Konsequenz für weitere Umweltfragen. Ein weiterer Punkt, der in diese optimistische Perspektive hoffnungsmäßig passt, ist die Hoffnung, dass vielleicht, also Stichwort wäre hier Public Goods, öffentliche Güter, gemeinwirtschaftliche Güter, dass die Perspektive auf solche Zusammenhänge, ist ja ein Diskussionszusammenhang, der jetzt im Bereich der Sozialwissenschaften teilweise Platz greift wieder, dass das sozusagen eine wichtigere Perspektive gewinnt und auch politische Relevanz erhält. Im Hinblick auf meine wissenschaftlichen Fragen und Perspektiven, ich denke, die Frage der Ungleichheit, an welche Bedingungen ist das geknüpft, wie kann man dagegen arbeiten, welche Faktoren spielen hier eine Rolle, diese Frage, denke ich, verschärft sich jetzt nochmal. Also das wäre das, was ich ganz zentral jetzt hier mitnehme. Herr Schimann, gleiche Frage an Sie. Was nehmen Sie mit, was erhoffen Sie sich mit Blick auf die Zukunft? Also zuerst mal, ich bin ein langsamer Lerner und das heißt, ich lasse die Dinge länger auf mich wirken, bevor ich weiß, was mich wirklich weitergebracht hat. Ich will aber einen Aspekt dennoch erwähnen, den Herr Münch angesprochen hat und der mich an etwas erinnert hat, was, glaube ich, wichtig ist, nämlich den Aspekt Bedeutung und zwar positive Bedeutung von Skepsis. Dem stimme ich vollständig zu, so wie Herr Mönch es erläutert hat, erinnere aber an eine Unterscheidung, die der Philosoph Nicholas Rescher in einem Buch über Skepticism gemacht hat, wo er sagt, spezifischer Skeptizismus, und das ist das, was Herr Mönch gemeint hat,
spezifischer Skeptizismus, der Argumente dafür gibt, warum man an einem anderen Argument skeptisch gegenübersteht, der ist gut, der bringt sozusagen das Denken weiter. Teuflisch und fatal ist pauschaler Skeptizismus oder genereller Skeptizismus, so im Sinne von, könnte das nicht alles noch besser gehen oder ich glaube das nicht oder so etwas. Damit kommen wir nicht weiter. Pauschaler Skeptizismus ist sozusagen eigentlich das Ende von rationaler Argumentation und Diskussion. Und ich sehe, dass einiges, was in der Politik gelaufen ist in den letzten Monaten, leider in Richtung pauschaler Skeptizismus gelaufen ist. Und das ist etwas, wovor wir uns hüten müssen. Daran hat mich Herr Münch nochmal erinnert mit seiner Bemerkung. Ansonsten würde ich auch sagen, was ich mitnehme ist, keiner von uns dreien hat sozusagen mit Großtheorien argumentiert, die angeblich die Welt mit ein, zwei Prinzipien erklären können, sondern wir haben alle Argumente aus Theorien mittlerer Reichweite herangezogen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg, den die Sozialwissenschaften mit der Beschäftigung mit solchen Themen einschlagen sollten. Vielen Dank. Bevor ich nun, ich glaube, Herrn Blasius bitte um ein Fazit, darf ich noch ein Add-on bieten, denn während Sie sprechen, so sind wir ja auch verblieben, wir leben diese Interaktivität und das Internet, kommt eine letzte Frage und ich bitte einen von Ihnen, möglichst der Schnellste ist, der sich berufen fühlt, dazu noch etwas zu sagen, damit wir auch das noch mitnehmen. Jemand aus dem Publikum fragt und sagt, es wurde mehrfach betont, dass Technologiezugang Ungleichheiten sogar eher verstärken kann, als sie zu beseitigen. Die Frage ist, welche Art von Technik oder welche Art von Technikregulierungen könnte das beeinflussen? Wer möchte das kurz beantworten, damit wir da noch einen Deckel drauf bekommen? Wer mag noch einmal? Herr Hirschkranzen, bitteschön. Ja, nur zwei Sätze dazu. Also ich denke, hier spielt natürlich die Debatte um benutzerorientierte Gestaltung von Technologie durchaus eine Rolle. Also die Zugänglichkeit der Technologie selbst, das soll kein technikdeterministisches Argument sein, aber das ist eine ganz zentrale Voraussetzung dafür, dass man in unterschiedlichen Konstellationen und Kontexten mit sozialen Hintergründen möglicherweise mit Technik umgehen kann. Das ist ja ein Teil der optimistischen Perspektive, dass man beispielsweise qualifikationsorientiert oder kompetenzorientiert Technik auslegen könne und die damit einen Beitrag gewissermaßen zur digitalen Bildung, Weiterbildung etc. leisten können. Wunderbar, vielen Dank. Herr Blasius ist schon zu sehen. Ich darf Sie nun bitten, Sie haben das aufmerksam verfolgt, haben gesehen, was Ihre Kollegen gesagt haben und ich bitte Sie nun mit der gegebenen Skepsis, die wir kennen und kennengelernt haben und dem Blick auf das Gesagte aus Ihrer Sicht, der Sie involviert sind, aber gleichzeitig nicht mitdiskutiert haben, was ist für Sie das Fazit der heutigen Diskussion? Ja, vielen Dank. Ich möchte erstmal den drei Panelisten danken für ihre sehr engagierten Diskussionen, für ihre Beiträge. Ich beginne vielleicht mit dem letzten Zitat von Uwe Schiemann, der da sagte, wir haben sehr viele Theorien mittlerer Reichweite gehabt. Wir haben viele unterschiedliche Punkte gehabt und wir haben sehr viele Punkte gehabt, die man gar nicht so einfach in einem Fazit zusammenfassen kann. Ich kann unmöglich alle Punkte hier wiedergeben. Das geht schon gar nicht, weil es eben sehr viele Punkte einfach waren. Ich gehe einfach mal auf die wichtigsten Blöcke ein und gehe da, was mir besonders aufgefallen ist, drauf ein und fange einfach mal mit dem ersten Themenblock an. Und das war, wo ist er? Hier ist er, war einfach der Skepsis gegenüber Wissenschaft und Technik, die Corona-Demonstration. Und die haben wir alle erlebt und gesehen und uns gefragt, warum machen die Leute das? Auch da gab es sehr viele Antworten drauf. Es gibt hier verschiedene Gruppen, die eigentlich immer da sind, ökonomisch Benachteiligte, auch kulturelle Benachteiligte. Und es gibt natürlich jetzt auch Leute, die einfach damit sich nicht abfinden wollen. Ich wurde vor kurzem mal interviewt in diesen Bereichen. Auf der einen Seite haben wir hohe Zustimmungswerte zu den Corona-Maßnahmen und sehen das alles ein. Auf der anderen Seite finden wir das als Benachteiligung. Wir finden das als Einschränkung der Bürgerrechte. Und wir haben ähnlich hohe Werte damit. Das passt, fragte mich ein Journalist, wie passt das überhaupt zusammen? Ja, das kommt aus der Umfrage hervor.
Ich habe natürlich Verständnis für die Corona-Maßnahmen oder 80-90% in Deutschland haben es, in anderen Ländern sind es weniger. Auch hier der Einfluss der Politik, hier der Hinweis auf die USA, wenn die politischen Führer sagen, das ist eine Grippe. Ja klar, was soll denn da rauskommen? Kann nichts anderes bei rauskommen, als dass die Personen oder große Gruppen dahinter stehen. Weil diese ganzen Maßnahmen schränken natürlich die Bürgerrechte ein. Wir haben keine richtige Demonstrationsfreiheit. Wir können nicht Weihnachten oder Silvester in großen Gruppen feiern. Das ist natürlich unschön. Andererseits muss es natürlich sein. Und dann haben wir natürlich jetzt bei diesen Demonstrationen die Leute, die genau dieses politisch ausnutzen, die da als Populisten auftauchen oder Verschwörungstheoretiker. Herr Schiemann nannte sie eine sehr heterogene Gruppe. Ja, und genau das ist sie auch. Das zweite Block, den wir hier diskutiert haben, war die Entwicklung von Impfstoffen. Wie wird das Ganze ist? Herr Schreinsen, Sie da auch eine große transnationale Zusammenarbeit? Die kann ich auch erkennen. Firmen aus unterschiedlichen Bereichen arbeiten zusammen. Und dann wird natürlich diskutiert, und das fragt man sich auch, über die Wirkung von Impfstoffen. Wie können wir, so auch Herr Münch, nach einem Jahr wissen, was normalerweise in 5 Jahren ist? Das kann man eigentlich nicht wissen. Die ganze Arbeitskette, die ganzen Testketten sind viel, viel schneller abgelaufen als vorher. Hier wurde genannt, auch von verschiedenen Diskutanten, die Rolle der Politik, der politische Druck. Das ist gewiss richtig. Politischer Druck, Leute wollen es sehen. Trump wollte unbedingt, der amerikanische Präsident, vor der Wahl einen Impfstoff präsentieren, weil ihm das weitere Stimmen am 3. November gebracht hätten. Zweifelsohne richtig. Ein anderer Punkt ist natürlich, der weniger diskutiert wurde, den ich jetzt reinbringen möchte, dass noch nie so viel Geld ausgegeben wurde in so kurzer Zeit. Alleine Deutschland hat Hunderte von Millionen in die Firmen investiert, die diese Impfstoffe herstellen. Auch das ist völlig einmalig, habe ich persönlich noch nie gehört, dass so viel Geld nur für diesen einen Bereich bereitgestellt wird, für einen Forschungszweig. Und natürlich wurden Hunderte von Milliarden in die Unterstützung der Corona-Opfer, die Industrie, das muss ja auch alles sein. Wir können uns einfach das nicht leisten. Deshalb sehen wir hier nochmal einen Rückgriff auf den ersten Punkt. Die Einschränkungen der Bürgerrechte, die müssen natürlich sein, weil die Wirtschaft und die Pandemie, die wird jetzt bezahlt bis 2050, 2060. Ja, ich meine, es bezahlen nachher unsere Enkelkinder, die hier sitzen oder die hier jetzt im Panel zu sehen sind. Unsere Enkelkinder, die das noch bis zu ihrer Rente mittragen. Also das ist auch die eine Punkt. Ja, und der letzte Punkt geht um Technologie, Technologiefortschritt, um wer hat Zugang zu Technologie und wie wichtig ist Technologie. Dann wurde ein Punkt, der auch seit langem diskutiert wird, ist die digitale Ungleichheit. Wir haben eine große Ungleichheit, auch gerade in Deutschland. Und es wurde auch festgestellt, in Deutschland ist die Ungleichheit oder in westlichen Ländern ist sie hoch, ist sie zunehmend steigend und mit der Digitalisierung ist sie weiter steigend. Das nützt uns herzlich wenig, das kann jeder, mit dem Smartphone umzugehen oder irgendwelche Spiele zu spielen. Ich habe mal eine Diskussion in Hart, aber fair verfolgt. Da ging es auch darum, dass das eine technische Kompetenz sei, wenn ich da auf meinem Laptop oder auf meinem PC Facebook öffnen kann. Das hat doch damit nichts zu tun. Richtig ist, was hier auch von allen Diskutanten gesagt wird, technische Kompetenz liegt darin, nicht, dass ich spielen kann, sondern letzten Endes die Spiele entwickeln kann, dass ich da mitreden kann, dass ich zu den MINT-Fächern gehöre oder auch andere Sachen machen kann, dass ich einige, auch hier für die Sozialwissenschaften gilt das natürlich, dass wir nicht nur Technik bedienen können, dass wir sie auch verstehen, dass wir auch wissen, wie wir mit digitalen Daten umgehen können. Ja, was ist hier noch abschließend zu sagen? Wichtiger Faktor natürlich, Bildungsfaktor, wenn ich jetzt wieder Corona denke, wenn ich Schulschließungen denke, wird hier natürlich die Ungleichheit massiv erhöht. Diejenigen, die Eltern, die sich mit digitalen Medien sehr gut auskennen, können natürlich ihren Kindern was beibringen, während die Schule geschlossen sind. Die anderen Kinder, ja, die sitzen zu Hause vorm Fernseher. Die Eltern können vielleicht nicht arbeiten, weil sie auf die Kinder aufpassen müssen. Und die Kinder gucken den ganzen Tag Netflix oder was auch immer. Ja, das war meine abschließenden Worte. Und ja, vielen Dank auch allen. Und
insbesondere nochmal an die Diskutanten und natürlich an Sie, Herr Leuchtenmüller, für die gute Leitung der Diskussion. Ja, das Stichwort Dank nehme ich gleich auf als Ball, der hier in Bonn ankommt. Ich möchte danken für Ihr Interesse. Zunächst Herrn Ertel für die Einleitung, Herrn Blasius als Klammer für das Fazit und natürlich den Panelisten, die sich beteiligt haben. Und ich möchte auch, Sie haben immer wieder gesehen, ich gucke hier nach rechts auf den Bildschirm, da gibt es noch Fragen. Ich möchte auch allen jenen danken, die uns Fragen gestellt haben. Und darf in diesem Zusammenhang verweisen, dass Sie diese Fragen berücksichtigt werden finden. Nämlich schon in der nächsten Woche gibt es die Gelegenheit, diese Diskussion in vergleichbarer thematischer Ausrichtung fortzuführen. Es gibt also am Mittwoch, dem 9. Dezember, wiederum um 14 Uhr, wiederum bis 15.15 Uhr, eine weitere virtuelle Podiumsdiskussion zum Thema Gesellschaft, Technologie, Forschung und Krisen, am Beispiel der Corona-Pandemie. Da wird es aber zum einen gehen um Veränderungen von Wirtschaftsstrukturen durch die ökonomischen Auswirkungen der Corona-Pandemie, aber auch noch einmal, denn wir sehen, wie wichtig es ist, um das Thema Technologiezugang als Bürgerrecht. In diesem Sinne haben Sie einen schönen Tag und mit Grüßen aus England. Merry Christmas.